Kann man da überhaupt gehen? Ja, leider, diesen nächste Schritt muss ich nehmen, aber wirklich, ich möchte an dieser Stelle mich bedanken, vor allem über die 4 Saisonen mit euch hinter uns, mit unseren Spielern unterwegs zu sein, hier zu arbeiten, es war mir eine Ehre. Und wirklich in die Arbeit zu kommen, es hat Spaß gemacht. Wir haben gute Zeiten und schlechte Zeiten gehabt, aber der Zusammenhalt zwischen Gesellschafter, Geschäftsstelle, Mannschaft und Fans, ich kann mir nur bedanken, wirklich, weil es war unglaublich schön. Vielen, vielen Dank. Mike, Augsburg war deine erste Station in der deutschen Eishockey-Liga. Es waren 4 Jahre, hast du selber gesagt, mit Höhen und Tiefen. Jetzt ist so ein bisschen Peak erreicht. Platz 3, Halbfinale, Spiel 7. Und wer dich kennt, und wir beide kennen uns schon relativ lange, du wolltest auch als Spieler immer das Maximum herausholen. Ist das für dich ein Schritt auf der Karriereleiter? Ist es auch für dich? Weil als Spieler sagt man ja auch immer, man will diese Schritte gehen. Ist es für dich auch ein Entwicklungsschritt, ein nächster Schritt in deiner Karriere? Das ist ja das mehr nüchtern, das Ganze zu anschauen. Für meine Entwicklung und die Progression, es war nötig, es war nicht leicht. Aber ja, die nächste Herausforderung steht vor mir, aber ich werde nie und nimmer meine Zeit hier in Augsburg vergessen. Wie sieht dein Weg noch aus? Wie lange bist du jetzt noch in Augsburg hier? Wann geht es dann, dieser Schiff, falls das jemand noch nicht weiß, und das werden alle wissen, die nächste Destination wird dann Köln sein. Bist du dort schon eingebunden gleich in die Gespräche? Und wann geht es für dich nach Köln? Nein, eigentlich diese Woche, muss morgen hochfahren, aber dann am Mittwoch wieder hierher. Und letztendlich am Sonntag werde ich zurück nach Kanada fliegen zu meiner Familie. Ein bisschen runterkommen vor der letzten Zeit durch den Playoffs und jetzt. Es war nicht gleich sehr emotional, aber für meine Familie und für mich, die Zeit hier war unglaublich. Und ich möchte ein bisschen Zeit mit meiner Familie zuerst verbringen, um das Ganze zu verdauen, weil jetzt im Nachhinein, jetzt was fast 2 Wochen später, alleine was wir in den Playoffs mit der Mannschaft erreicht haben und wie weit wir gekommen sind, was wir für ein Eishockey gespielt haben, jetzt merke ich letztendlich, wie cool das war und was wir geschafft haben. So, im Laufe der Zeit, es wird nicht leichter, aber ich nehme es mehr wahr. Lass uns doch nochmal ein bisschen detaillierter vielleicht darauf eingehen.